Und das zwar ein bisschen, aber wir lieben sie trotzdem. Und damit gehen wir hinein. ESL, bitte Musik aus. ESL, Musik nicht. Nein. Danke. Jawohl, nein. Also, wir gehen rein. RPX gegen Renegades. Map Nummer 2 steht für uns bereit. Und wir freuen uns, was hier uns noch Schönes erwarten kann. Also ich bin ja jetzt ein bisschen FPX angefixt hier nach dieser ersten Halbzeit. So, Styko, sehr passive Deckung des B-Spots. Sieht man auch selten, dass das Ganze hier ja wirklich so defensiv daneben ausgespielt wird, sodass man wirklich nur probiert, geht vielleicht dieser eine Klick über die Position. Und ansonsten möchte man eben dann geschlossen in den Retake gehen, aber er kriegt echt noch die Bombe hier rausgenommen und fast noch den Spieler am Kerl obendrauf. Also das sieht gerade sehr, sehr gut aus. Ein Spieler, der sich nochmal über die Tunnels auf den Weg macht. Ne, zwei sind sogar. Und dann ist es Malta, der das Ganze hier aufhält gegen 10, gegen Sunny. Und Falik, der kann ihn dann im Endeffekt zum Schweigen bringen. Heads geht nochmal aggressiv am Window, kann sein Duell gegen Maiden gewinnen. 2 gegen 2 Situation und jetzt auch nochmal die beiden Positionen bestätigt. Aber Styko nochmal gegen Alistair mit dem Klick und jetzt muss er das hier irgendwie auf Zeit rausholen, denn Falik hat das Diffuse-Kit. Zeit genug zum Diffuse ist entsprechend da. FPX sichert sich hier am Ende die Piste-Runde. Redet Destro hier tatsächlich von seinen Pokémon-Karten? Ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Man muss ja immer versuchen, hier die Schwarmintelligenz auszunutzen. Ne? Umso mehr Zuschauer, umso größer die Chance, dass irgendwer sagt, ey, weißt du was, ich finde die Karte super, ich überweise dir mein halbes Bitcoin-Portfolio dafür oder so, wer weiß. Ne? Man muss ja immer wieder probieren, auch wenn es natürlich nicht passieren wird. Aber who knows, ne? Chancen ergreifen, sage ich immer, auch wenn keine da sind. So, und in diesem Sinne hat man sich das bestimmt auch bei Renegades jetzt bei diesem Force-Buy hier gedacht. Nein, natürlich absolut verständlich, dass man jetzt eben, hui, Falik, hast du Bock oder was? Dass man jetzt hier den Force-Buy spielt, nachdem man sich jetzt an dieser Stelle da mit dem Plan zumindest so ein bisschen in die Reichweite gebracht hat, jetzt hier auch was ändern zu können, um es nicht sogar so zu sagen, hast du den Plant auf der T-Seite bekommen, bist du dem der CT-Seite jetzt nicht allzu sehr unterlegen. Der Warren Buffett bei 99 Damage. Ich glaube, Warren Buffett hat tatsächlich nicht in Pokémon-Karten gemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Yu-Gi-Oh! So, 10. Ja, der muss hier auch wieder. Ach Gott, Falik, Alter, was machst du denn mit der Scout? Also, ich habe schon fast das Gefühl, da sollte nicht Falik, sondern Zyosot steht. Nico, das kann nicht sein. Das Timing. Also, das ist jetzt eine Schlinge, die sich hier gerade rumzieht um FPX. Um Renegades. Das ist gewaltig. Schwierig, da noch was draus zu machen. Backstep nicht auf dem Schirm. Styko hätte fast sogar noch Heads rausnehmen können, aber noch ist das Ding nicht vorbei. Heads mit 45 HP im 1 gegen 2, 30 Sekunden. Da ist definitiv noch was machbar. Und er hat auch das Timing. Also man bleibt jetzt lieber geschlossen an der Stelle, verhältnismäßig geschlossen. Und Farley kann sich dann eben nur schnell umdrehen, um an den Doors zu schauen. Aber auch das wird vom Timing her jetzt nicht aufgehen. Also der Plant ist kein Problem erstmal. Man möchte geschlossen in den Retake jetzt hier gehen bei Farley und Maiden. Und lässt ihn dann eben im Zweifel in der Situation eben auch den Plant mitnehmen. So, Herz auf 2 HP runter. Jetzt wird es natürlich immer unwahrscheinlicher, dass er das hier sicher mit nach Hause nehmen kann. Und jetzt möchte man zusammen raus und er kriegt nochmal diese 1 gegen 1 Situation. Oh, Heads! Und er holt ihn weg mit 2 HP. Er geht in den Clutch und er nimmt die Runde mit für die Renegades. Und er hat ja auch hier schon angefangen. Das muss man ja nochmal hier sehen. Er ist es, der den First Track setzt. Er ist es, der nach hinten aufpasst. Er ist es, der das 1 gegen 2 am Ende durchbringt. So, und FPX, und das Thema hatten wir natürlich eben gerade auch schon auf Nuke, geht natürlich jetzt in den Force-Buy hier hinein. Und wir wissen, wie viel Gefahr hier von ihnen ausgehen kann. Und 10. Ja. Probieren kann man es an der Stelle auf jeden Fall mal. Natürlich häufiger, dass man so etwas dann mit der Deal eingeht, um natürlich auch das One-Shot-Potenzial zu wahren. So, Falik, wir haben
in der letzten Runde gesehen, was seine Scout so alles bewegen kann. Jetzt geht's aber erstmal mit der Xbox Smoke rauf über kurz, während man viel Attention gerade von FBX in Richtung der B-Side gebündelt hat. Oh, Maiden. Noch wird er angezielt, hat aber das Timing gegen... Oh, nein! Siko wäre eventuell auch noch drin gewesen und damit hat man jetzt die Rifle hier verloren. Aber glücklicherweise für 10, er wird wohl an diese M4 noch rankommen, denn man geht hier die Mitte nicht vor. Man möchte es komplett über kurz spielen. Und jetzt wird 10 gleich diese M4 noch aufnehmen können. Dann ist sie immerhin nicht verloren an der Stelle aus der Sicht von FBX. So, und Farlik, kann er mit seiner Scout wieder punkten? Jawohl, den nächsten nimmt er mit. Malta aber gegen Styko. Malta und Siko. Man muss ja echt ein bisschen gucken, dass wir nicht durcheinander kommen mit den Namen. Beide Lower P. Und Farlik, ein weiterer an der Scout. Der ist es fürs Erste zumindest nicht. Sunny aber schon weit vorne, möchte da jetzt... Ah, geht nicht hoch. 3 gegen 3. Aber wie gesagt, der HP-Vorteil natürlich insane. Jetzt Heads auch noch low. Alle Spieler low. Und mal wieder darf Sunny Low-HP-Spieler farmen. Also auch das hat sich vom letzten Mal schon durchgezogen. Sunny, und er hätte durchziehen können. Er hat kein Kit. Er hat kein Kit. Er konnte nicht durchziehen. Er hofft jetzt aber darauf, dass Malta ihm reinläuft, weil er denkt, es wird defused. Jetzt weiß er, dass es nicht so ist. Kann aber auch nicht mehr zurückgehen. Sunny, was war das denn? Der kriegt hier nicht mehr einen Hit hinein. Malta mit seinen 6 HP kommt aus der Situation nochmal davon. Also eine ganz kuriose Runde hier, gerade wenn es eben um die HP-Zahlen hier geht. Wir gucken uns das Ganze hier nochmal an. Ja, das ist erstmal nicht so entscheidend. Ah, okay, die Szenen, die ich eigentlich sehen wollte hier, die sehen wir jetzt nochmal. Ah! Oh. Ah! Ne? Also manchmal reichen Worte nicht mehr und es müssen Geräusche her, irgendwelche Laute, um das irgendwie so ein bisschen zu beschreiben. Das kann schon wehtun. So, und wir werden mal ganz kurz auf die Odds hier für diese Map hier schauen. Und wenn die mir gerade noch nicht so ganz richtig aussehen, ich werde nochmal ganz kurz hier intervenieren und dann werden wir mal vielleicht auf diese Odds hier draufblicken. Erstmal natürlich diese Runde jetzt hier im Fokus, Tyco. Dieses Mal eher an der Scout zusammen mit Sunny. Und wie viel geht da für sie? Also Farlik jetzt wieder zurück an der Deagle und der möchte eben gucken, ob er da vielleicht mal mit was Aggressiveren hantieren kann. Maiden wartet nur darauf, dass man hier crossed von der Headshot-Schräge. Und jetzt ist man sehr, sehr nah dran. Ah, Alistair, Elevator-Position, ganz schnell Geschichte an dieser Stelle. Und schon wieder sind es nicht gerade die höchsten HP-Zahlen und 10 kann da einiges mitnehmen. Sunny mit der Scout gegen Siko und Malta im 1 gegen 2. Muss es ein Klatsch mal wieder sein? Nein, dieses Mal wird es nicht dazu kommen. Sunny kann ihn picken mit der Scout. 2 zu 2 und man kommt aus dieser Runde heraus. Also immer wirklich sehr, sehr knappe Runde. Es ist auch interessant, dass der Sunny sich hier immer schön die Low-AP-Spieler wegnimmt. Also auch wenn wir auf die Stats des letzten Matches schauen, zwar First Fragger Sunny, aber von der ADR doch weiter unten. Da hat man sich gemütlich an dem bedient, wo schon die Vorarbeit geleistet wurde. Ne? Andere für sich arbeiten lassen ist natürlich immer was Schönes, aber nein. Er verendet natürlich in Situationen dann gut. Ja, wir haben jetzt auch wirklich schon alleine auf der Map schon wieder so viele Situationen gehabt, wo so Low-HP am Start waren. Also, ich werde euch die Quoten jetzt zeigen, auch wenn ich nicht ganz glauben kann, dass diese hier der Wahrheit entsprechen. 1,12 für FPX, 6 für Renegades. Das wird in meinen Augen sehr wahrscheinlich die Quote sein, die für das gesamte Best of Three gilt und nicht für das 2, also nicht für die Map, so wie es da steht. Da aber auf jeden Fall die Quote an der Stelle. Und jetzt sehen wir ja auch schon, wie man in der Mitte aufräumt bei den Renegades. Frühe Überzahlsituation mit diesem 5 gegen 3. Also direkter Forceball wieder dagegen. Wir sehen mal wieder klassisches Counter-Strike-Ping-Pong. Die Runden, die gehen nur so hin und her. Und es ist die Frage, wann kommen die Folgerunden her? Styko. Oh, Styko. Oh mein Gott. Wie haben sie die Runde denn jetzt hier so schnell gedreht? Und auch wenn Malta hier noch ein bisschen steht, ist es dann entschieden und wir haben den Jubelschrei gerade auf der Kamera gesehen von Maiden. So, und ja, gerade habe ich noch gefragt, wann denn auch endlich mal die Folgerunde kommt. Und da ist die Folgerunde. Natürlich hatte man bei den Renegades auch schon eine Folgerunde. Hat sich Runde 2 und 3 geholt, aber sich eben nicht absetzen können, in dem Sinne, dass es jetzt mal eine komplette Eco gab. Man hatte immer ein bisschen Gegenwehr bei FPX. Und jetzt hat man eben wirklich mal eine komplette Eco vor sich. Sunny sehr aggressiv und sagen wir mit kleinen Problemen. Aber
er kann da wirklich sehr, sehr lange stehen bleiben. Und trotz dessen, dass es natürlich jetzt alles andere als wunderschön aussah, ist es natürlich ein Risiko, was man mit der Waffe eingehen kann, dass das dann jetzt mal gerade hier mechanisch an der Stelle not the yellow from the egg war, ist verschmerzbar. 4-2-Führung für FPX. Übrigens natürlich auch jetzt der Plant von FPX, von Renegades. Nuke war natürlich von FPX. Das seht ihr immer oben links unter der Map eingeblendet, wenn ihr euch fragt, Mensch, wo sehe ich denn, wo kann ich denn sowas sehen? Es steht euch oben links immer offen, diese Information. So, Farlik, close, hat er. Rechnet er mit dem Winkel von Inns. Ganz auch nochmal schön, sie wechseln sich hier nochmal ab. Sunny hat nochmal theoretisch die Smoke parat und mit dem Molotow wären sie da ohnehin gleich von den Stairs weggedrängt worden. So, die Frage ist, was machen die Renegades jetzt aus ihrer Situation? Malta jetzt nochmal über die Tunnels geschickt, also auch da möchte man nicht Gefahr laufen, dass der Raum gegebenenfalls hier weiteres Mal komplett ausgeschlossen wird. Eine Runde ist ja genau das passiert. Styko hat natürlich die besseren Winkel aus der Situation, kann den Kill zwar nicht machen, aber erstmal gibt es hier keine weitere Bewegung in Richtung des B-Spots. Aber jetzt hat man die Mitte aufgemacht, was natürlich dafür sprechen kann, dass man es nochmal in Richtung der B-Side probiert. Man hätte allerdings noch zwei Spieler da in der Region unterwegs. Und jetzt geht es langsam rauf auf kurz und guckt euch gerade mal die Bewegung an. Sunny jetzt mit dem Blick auf lang. Da möchte man jetzt gerne das Doppel-Setup haben zusammen mit 10. Und Maiden muss jetzt rechtzeitig da sein. Aber die sind halt einfach schon sehr weit durch. Und Maiden könnte da jetzt Probleme haben, aber er kommt zurück. Und das ist das Wichtigste, dass er hier mit dem Leben nochmal davon kommt. Und die Nate ist richtig gut. Inns runter auf 13 AP, also wenn das mal nicht gescheppert hat. Plant wird aber trotzdem durchgehen. 4 gegen 4 Situation. Und sieht man da was durch die Smoke? Siko könnte da jetzt bangen, will aber seine Position da nicht verraten. Sunny jetzt auch nochmal ein weiteres Mal gehört. 10, passt auf, was da an lang kommt. Der gewinnt auch sein Duell vorab, aber Maiden und Sunny gefallen. Dadurch wird es selbstverständlich nicht einfacher für FPX. Und um nicht einfacher ein bisschen auszudrücken, geht man jetzt hier auch zurück, denn Waffen speichern. Das ist jetzt der wichtige Punkt in der Runde. Klar, man könnte auch sagen, es ist ein bisschen Geld hier am Start bei FPX, aber natürlich ist der Loser-Bonus jetzt immer weiter dezimiert. Und zwei Waffen hier durchzubringen wäre schon schön. Es reicht natürlich jetzt auch, dass 10 seine Waffe durchbringt. Damit kann er natürlich auch schon ganz gemütlich zwei Rifles legen in der Position. Maiden natürlich auch mit mehr als genug Geld. Auch da wäre nochmal ein Job drin. Also es ist kein Problem, für sie nachzukaufen, aber bei der Situation, wo eben nichts mehr geht, bringst du, wenn möglich, selbstverständlich lieber deine Waffen durch. Lecker Kaffee-Time mit 99 Damage. Das ist doch eine wunderbare Kombination. Und wie sagt man bei Kaffee? Prost sagt man, glaube ich, nicht. Moin Moin. Ne? Moin Moin, vielleicht der offizielle Kaffeetrinkspruch, ich weiß es nicht. Boah, und da möchte man wieder aggressiv rein. Also dieser MP9-Push, den kann man auch mit der MP4 mal wagen. MP4, meine Güte, Leute, ich bin noch nicht so ganz wach. 2 Wochen ohne Counter-Strike und schon mache ich eine MP4. Ja, so weit kommt schon. Wahrscheinlich sollte ich hier bald noch eine MPU machen, wenn es so weitergeht, dann so, die M4. Selbstverständlich ist es die M4, liebe Leute, ne? Aber warum nicht auch mal eine MP4? Ne? Man muss ja auch mal neue Wege gehen, sage ich immer. Mit alten Lösungen kommen wir nicht weiter. Man muss auch mal eine MP4 mit reinlegen. So, Styko. Also sie haben schon manchmal so ein bisschen Dusel gerade bei FPX, dass sie aus solchen Situationen, wo sie sehr risikoreiche Positionen anspielen und eben nicht direkt den Kill machen, zumindest in der Regel eben noch wegkommen. MP4, neues Modell mit mehr Feuerkraft. Ja, einfach die Feuerrate der M4 ein bisschen erhöhen, Schaden ein bisschen runter, Armor Penetration ein bisschen runter und dann schon hast du die MP4. So, A-Split, wenn Malta da jetzt eben durchkommt, ansonsten wird es nur kurz sein und man kann sich dann eben gemeinsam auf kurz konzentrieren. 10, der hat sein Duell, das macht es natürlich jetzt deutlich einfacher. 10 spioniert nochmal aus, kommt da eventuell noch ein bisschen mehr hinterlang und an dem Punkt, wo er sich relativ sicher ist, dass von lang nichts mehr kommt, kann er wieder supporten. Also wieder zwei Spieler, die sich gegen kurz aufbauen können, auch nochmal die Kombination hier gemeinsam mit der Flash. Also auch wenn der Langspieler dann eben nicht mehr auf lang schauen muss, die Möglichkeit eben jetzt in dem Fall den Spieler übers Goose eben dann mit einer Flash zu supporten. Und dann konnte man das Ganze hier sehr, sehr gut ausspielen. Aber Dreh- und Angelpunkt der Runde, damit diese ganzen Kombinationen natürlich möglich sind, ist, dass dieser Frag in den langen Doors natürlich gelingt.
Denn an dem Punkt, wo 10 jetzt hier den Kill nicht macht, ist er natürlich down. Man hat Druck von lang. Und wir haben es ja gesehen, die Doppeldeckung auf dem Spot ist dann auch nur noch, oder hat nur noch an Sunny gelegen, weil er dann nur noch alleine am Leben war. Und dann wäre die Situation schon wieder so, dass er sich gegen Lang und Kurz alleine behaupten muss, dass er keine Support-Flash kriegt und dass die Runde sehr wahrscheinlich eben in die andere Richtung geht. Da sieht man eben, was an diesem einen Kill alles dranhängt. Nicht nur, dass man den Flank rausnimmt, nein, man kann eben auch noch dann viel, viel früher in den Support gehen für einen Spieler, der ansonsten verloren wäre. So, Timeout rum. Wir gucken voller Spannung darauf, was die Renegades sich hier von ihren begrenzten Geldressourcen so alles Schönes in den Warenkorb gepackt haben. Und unter anderem ist es die Scout von Seiko. Und man steht zu dritt in der Mitte und ja, Seiko, Styko klingt gleich, spielen aber tatsächlich in verschiedenen Teams, sind auch verschiedene Individuen. Unter dem Fall ist es Styko, der hier den Frack gegen Seiko kriegt, Falik. Der darf mit der zweiten AWP dann auch nochmal in der Mitte ran. Also da lässt man hier gerade nichts anbrennen. Die AWP ist auf die lange Distanz. Aber auf die lange Distanz kann man natürlich auch mit der Deagle immer mal wieder für Furore sorgen. Und somit Styko noch gefallen. Aber es sollte nicht allzu viel schief gehen. In dem Sinne, dass man hier auch noch wahrscheinlich mit 4 Spielern davonkommt. Und eben auch beide AWPs wieder mit in die nächste Runde nehmen kann. Ja, wenn man es jetzt zeitlich noch schafft. Oh, das wäre bitter. Oh, es ist so bitter. Ja, nah dran an der AWP, aber leider nicht nah genug. Und somit lässt man die Waffe hier tatsächlich nochmal liegen. Und Sunny jetzt nachgekauft, wieder rüber gedroppt. Also wir sehen wieder Falik und Styko an der AWP, aber natürlich Geld, was ihn eventuell, also natürlich nicht gesichert, aber eventuell eben im weiteren Verlauf dieser Partie nochmal fehlen könnte. Styko muss sich davon lang zurückziehen, hat aber auch das Zeitfenster, um da wieder die Kreuzung reinzukommen und sich dann eben Richtung CD zurückzuziehen. Aber Langkontrolle dieses Mal eben sehr, sehr früh. Wobei sie natürlich auch schon Runden zuvor gerne Langkontrolle direkt gespielt hätten und dann zum Beispiel von dem Push von Sunny so ein kleines bisschen aus dem Konzept geraten sind. Und jetzt geht man in der Mitte vor und der Backup der AWP wäre auch noch da, wenn er jetzt dann eben, wenn er sein Duell gewonnen hätte, noch umgezogen hätte gegen Kurz, aber auch da gelingt das erste Duell für FPX. Sie wissen, dass Lang komplett weg ist. Sie wissen, dass sich da was aufhält. Schöne Position von 10 hier. Also auch Malta könnte da durchaus ihm zum Opfer fallen. Aber da verzieht er ein kleines bisschen. B-Spot ist offen. Maiden muss da schnell rüber, auch wenn die Bombe sich natürlich noch auf Lang befindet. Styko, nächster sicherer Shot an der AWP. Inz kann ihn aber kontern. Sunnys Position bekannt. Der hat noch einen vollen Gürtel, aber nicht in der Position, dass jetzt gerade rauszuholen, weil er immer damit rechnen muss, dass jetzt rumgezogen wird. Und jetzt kommt Zwarlik oben, aber er verschießt hier auch gegen Lang. 3 gegen 3 Situation. So, Malta auf Kurz. Zwarlik läuft ihm rein mit der. Mit dem Laufweg hat man gerade nicht gerechnet. Sunny weiß, dass einer durch ist. Nadet nochmal für das, was da noch dahinter kommt. Hat den Kopf jetzt gesehen von Alistair. Aber der drückt ihn weg. Maiden verbleibt im 1 gegen 3. Und Inz, der drückt ihm auch nochmal schön die Murmel zwischen die Augen. Sehr, sehr knackige Klicks hier gerade von den Renegades, die wir uns natürlich sehr, sehr gerne jetzt hier gleich auch nochmal im Replay angucken. So, erst der Push hier in die Lower Tunnels. 10 gewinnt sein Duell, gewinnt dann aber sein Duell nicht wieder gegen die Upper Tunnels. Alistair mit einem schönen Klick, Inz mit einem schönen Klick und er natürlich auch schon vorher mit seinem Duell. Tja, und ich habe ja noch gesagt, vielleicht wird sich im weiteren Verlauf dieser ersten Halbzeit bemerkbar machen, dass man diese eine AWP da verloren hatte, ergo nochmal 4750 on top ausgeben musste, droppen musste, die man sonst nicht hätte droppen müssen, weil er ist ja wirklich ohne Rifle neben aus der Runde rausgegangen. Es gab ja nicht mal ein Substitut gut. Ja, es war einfach weg. Tschüss. Vorbei. Und jetzt muss man eben schon kürzer treten. Oh, Malta. Styko down. Immerhin jetzt die Waffe safe. Und kein schneller Push auf den Spot, denn das hätte ganz, ganz schnell zum Ende führen können aus der Sicht von FPX. Maidens AWP auf Kurz. Anschluss ist da, mehr aber auch nicht. Heads macht weiter einen guten Job. Hat sich auch auf Nuke schon mit vielen schönen Szenen gezeigt und macht auch auf das 2 damit weiter. Alistair, ich glaube nicht, dass er... Oh doch, er checkt's nicht. Oh Gott, Sunny.
nochmal eine Free-Waffe, damit alle drei verbleibenden Spieler bei FTX mit Waffe ausgerüstet, mit Kevlar ausgerüstet. Und der A-Spot jetzt weg und wir könnten hier ein 3 gegen 4 Retake sehen. Wieder mal, und das zieht sich hier wirklich wie ein roter Faden durch die Partie. Wenige HP-Zahlen, geringe HP-Zahlen bei den Renegades. Malta auf 20, Inz auf 16. Trotzdem eine Situation, die FPX hier nicht mehr angehen möchte. Sie bringen die Waffen durch. Natürlich verlieren sie die Waffen jetzt hier. Dann geht es direkt erstmal wieder in eine Sparrunde rein. Die Renegades können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf ein 6 zu 6 gehen. Und damit jetzt eben eine AK. Nicht verkehrt. AWP, die sie nochmal durchbringen. Das wird sich alles hier schon schmackhaft auszahlen. So, Duelle werden wir sehr wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Dafür ist dann auch zu wenig Zeit in den Positionen, die wir hier gerade auf der Map betrachten dürfen. Und kurzer Blick vielleicht auch nochmal über Scoreboard, während wir hier nochmal diesen First Frag von Malta gegen Stiko sehen. Malta tatsächlich auch First Fragger bei den Renegades, 10 zu 7 aktuell mit einer 106er ADR. Also nichts, womit man sich jetzt hier irgendwie verstecken müsste. Auf der anderen Seite Sunny, Stiko, 116er ADR, 102er ADR. Auch sehr, sehr gut in diese Partie hier hineingekommen. Siko bis jetzt noch ein bisschen blasser. Wollen wir mal gucken, dass auch er an der AWP hier noch ein bisschen mehr zeigen kann. Er hat mir auf Nuke eigentlich sehr gut gefallen. Aber in der ersten Runde auf das 2 bis jetzt noch kein wirklicher Faktor. Oh, Farlik, der ist ein Faktor. Oh mein Gott, Farlik! Da habe ich ihn aber sowas von down gesehen schon in dieser Situation. Und er hat hier einfach nochmal eine Monsterreaktion, um diesen Kill zu machen. Und jetzt pusht man in die Tunnels rein und das ist gerade natürlich Lucky Timing ohne Ende für FPX mit diesem Push. Wobei man auch sagen muss, irgendwo auch wieder ein gewisser Read, denn die Renegades haben jetzt so oft mindestens einen Spieler in ihrem Aufbau in die Tunnels geschickt, der dann auch häufig das Duell eingegangen ist. Also da einfach mal direkt gegenzuarbeiten, Main, der hat auch den Mittelspieler noch auf dem Schirm und drückt ins hier direkt die Kugel rein. Die haben noch keinen HP verloren hier, noch keinen einzigen. Siko arbeitet sich auf kurz ein bisschen vor, Alistair kriegt Farlik raus. Also da macht sich eine Lücke auf, wenn Sunny jetzt hier fällt, dann ist noch was drin. Sunny fällt, Stiko fällt und diese herausragende Überzahlsituation ganz, ganz schnell verspielt. 10 holt sich den Kill, Molly auf die Bombe und Alistair wechselt auf die AWP für dieses 1 gegen 2. Oh, geht durch, beide Spieler warten im CT, bedeutet Alistair kann hier definitiv auf den Plant gehen. Faked das Ganze aber erstmal und rechnet auch mit Spielern, die closer sind. Aber jetzt zieht er durch. Schwierig zu spielen jetzt mit der AWP, dieses 1 gegen 2. Wir sehen keine Granaten mehr, außer eine Flash bei Alistair im Spiel. Die wird er, oh doch, die will er nochmal einsetzen. Damit verrät er seine Position. Beide Spieler sind an der Kreuzung bereit. Und damit hat er an der Stelle nicht gerechnet, wird davon überrascht. Und ja, im Endeffekt ist die Flash genau der Punkt, der ihn verrät und der die Runde dann an dem Punkt auch entscheidet. Aber nochmal schön gelöst von den letzten beiden verbleibenden Spielern bei den Renegades. Und genauso muss man natürlich dann auch wieder die Zweierleistung dieses Retakes dann nochmal ein kleines bisschen herausstellen. Einfach eben aus dem Punkt, dass man sehr, sehr abwartend nochmal gespielt hat. Man wusste ganz genau, wo die Bombe down ist. Man hat sich trotzdem dazu entschieden, sichere Position zu nehmen. Selbst nicht mal mehr ein kleiner Peak dann eben über den CT, wo es dann gegenüber der AWP ein bisschen kritisch hätte werden können, sodass man da direkt einen Spieler verliert. Aber eine gute Möglichkeit eben auch zeitgleich wieder verspielt, aus einer Überzahlsituation heraus, aus einer deutlichen Überzahlsituation heraus, nicht mehr Waffen mitzunehmen. Wollen wir mal gucken, ob sich das hier nochmal effektiv auswirkt. Denn jetzt münden wir auch sofort in eine Runde, in der es ums Geld geht. Und ein FPX, was jetzt die Runde mitnimmt, Renegades nochmal in eine Eco treibt. Das wäre natürlich schon mal ein harter Schlag in dieser Halbzeit. Sunny gewinnt sein Duell gegen Malta und auch Farlik. Aber jetzt wird er hier arg angegangen. Zweiter AWP geht rein, Farlik! Und wenn er den jetzt auch noch reingedrückt hätte, was wäre das hier für eine cleane Runde gewesen? Aber auch so ist das hier ein ganz, ganz kurzer, ein schneller Prozess, den man hier durchführt. Und die Renegades fachgerecht in ihre Einzelteile zerlegt.
That hurts. That hurts. So, Full Eco, Kommando Tunnels, Kommando rein in die Mitte und vermutlich über die Mitte dann den B-Spot anspielen. Wir werden mal sehen, was hier ihr Plan ist. Also, da liegt gar nichts drin in dieser Runde, bis auf eine Diegel noch bei Hetz, aber das ist wirklich wenig zu verlieren an der Stelle, aber natürlich auch etwas zu gewinnen, zum Beispiel in der Form hier die AWP rauszunehmen. Möglichkeiten sind da, aber guckt euch das Setup da auch an. Da ist man auch ganz kurzfristig mal mit drei Waffen am Start, um dagegen die Mitte zu arbeiten. So, Run Boost für Inz. Auch geht die wilde Reise. Farlek kriegt es natürlich mit. Farlek wirklich sehr, sehr sicher in seinen Shots auf das 2. Das muss man ganz deutlich sagen. Ganz wenig, was bei ihm da gerade schief geht. Und damit ist auch die Eco hier kein Problem und ich glaube auch, man sollte den Plant hier nicht zulassen. Auch wenn man da eben gerade nur mit zwei Spielern direkt am Spot war, aber das macht man, oder vorm Spot war, aber das macht man dann gemütlich, sicher und entspannt. So, hier sehen wir nochmal Farlek. Also super routiniert. Und auch das haben wir schon in anderen Situationen jetzt hier im Verlauf dieser Map gesehen. Der Support auf dem A-Spot klappt auch wirklich hervorragend. Also Sunny ist da ein unglaublich wichtiger Support-Spieler, der vor allem eben da auch Farlek immer wieder in Szene setzen kann. Gerade haben wir es auch schon wieder gesehen. Wie gesagt, nicht die erste Szene, die wir jetzt hier auch auf das 2 beobachten können, wo Sunny eben sehr gute Support-Leistung eben mit reinbringen kann. Wir haben natürlich jetzt begrenzt Stats von Sunny. Warum, wisst ihr selber, eben jetzt eher als Stand-In. Aber das gefällt mir schon sehr, sehr gut, dass er da in der Form auch schon eine gute Figur eben in diesem Team machen kann. Das eben quasi mit einem Kaltstart, könnte man sagen. So, Maiden, oh, der geht ja aber wirklich wild rein in den Spot, aber man rechnet absolut nicht mehr mit der Mitte ins, mit dem Kill. Und Alistair, der kann rausgenommen werden. Das heißt, man weiß, es ist nur ein Spieler auf dem Spot und das Duell kann die Runde bedeuten. Bombe down und Inz bekannt in den Tunnels. Das ist jetzt super schwer für ihn. Und dann, ja, wird er von rechts rausgenommen von 10 FPX mit den Double Digits noch in der ersten Halbzeit. Wir gehen in eine kurze Halbzeitpause und hören uns gleich wieder.
Bonjour und herzlich willkommen zurück hier auf 99 Damage. Zweite Halbzeit, zweite Map. FPX führt mit 10-5 auf dem Map-Pick der Renegades. Wir sind gespannt, was uns diese zweite Halbzeit noch so Schönes bringen mag. Also die Renegades zumindest auf ihrer T-Seite ein bisschen blass geblieben, obwohl man ja in der Anfangsphase gute Möglichkeiten hatte, theoretisch auch gut in das Spiel reingekommen ist, aber nicht so ganz das Geld-Race dann eben auch schnell verloren hat mit dieser Dreifachrunde, dann auf der CD-Seite immer wieder in Ecos auch reingedrückt wurde. Und ich glaube, schlussendlich gerade in den letzten Runden dann auch viel mit den beiden AWPs zu kämpfen hatte. Da wurden einige Runden doch wirklich sehr, sehr schnell zerlegt. So, FPX startet erstmal mit diesem Kill gegen Malta in die Piste-Runde hinein. Die Frage ist, hat man Zico auf dem Stirn? Hat man den auf der Stirn? Das ist die große Frage. Hat man ihn auf dem Schirm? Nein, hat man nicht. Und damit kann er jetzt hier aus der Position Kapital schlagen. Und jetzt der schnelle Weg nochmal über kurz. Immerhin, das Doppel-Setup da gerade noch da. Und man ist auch gleich von hinten da. Also das sieht nicht schlecht aus für die Renegades, da nochmal dran zu gehen. Ja, und Low HP bei den Renegades, das scheint ein Konzept zu sein, habe ich das Gefühl. Wieder 4 und 7 HP. Man möchte einfach nicht so viel Sicherheit haben. Man möchte so ein bisschen am seidenen Faden leben. Ja, das Risiko immer mit dabei. So, und Maiden, ja, 1 gegen 4. Da kann man nicht mehr so viel machen. So. Ja, und damit an zwei Positionen, ich sag mal, mit wenig Beteiligung herausgenommen worden. Wenig mit eigener Gegenwehr. Und die Pistolrunde geht dann trotz dessen, dass man eben diesen First Track hatte, doch noch sehr, sehr deutlich verloren. FPX nicht mal in der Nähe eines Plans. Das hält sie allerdings nicht davon ab, den Forcefire in der zweiten Runde zu spielen. Jetzt erstmal die Sammlung in den Tunnels und die Hoffnung auf ein proaktives Renegades. Aber für alle, die auch schon bei Nuke dabei waren, die werden diesen proaktiv Renegades eher Fehlanzeige. Aber wir sind gespannt. Vielleicht auf das 2 ein bisschen was Mutigeres. Allein schon aus dem Grund, dass sie die Map eben natürlich auch selber gepickt haben. Aber gerade eben jetzt gegen diesen möglichen Force-Buy oder eben auch mögliche Eco. Das ist ja bis jetzt noch nicht bekannt aus der Seite vom, oder aus der Sicht von Renegades. Eher der passivere Stiefel und ich denke, das ist auch nicht verkehrt. So, ins Goose-Position mit der MP9, wenn vernünftig reingebaitet wird. Immer wieder krass. So, schmackhafter HE. Oh, jetzt kann man da reinhalten. Das ist so viel Damage. Boah, Inz, der bereitet sich da selber vor mit der HE. Also einfach nochmal einen schönen Doppelpass mit sich selber vorm Tor gespielt und dann ja, nicht ganz verwandelt. Da war tatsächlich sogar noch mehr drin. Das hätte eine sehr attraktive Szene werden können. Boah, und Zico. Und dann ist es auch vorbei für FPX. Geht noch mehr ins nächste Kill an der MP9. Und was für ein Geldsegen damit natürlich auch hier in dieser Runde. Verliert nichts. Man nimmt die Kills mit der MP9. So kann es doch hier losgehen, während auch der gute Frankie so langsam aber sicher erwacht ist. Guten Morgen auch hier an dieser Stelle. Guten Morgen, Chat im Allgemeinen. Ich glaube, der ein oder andere hat sich eventuell jetzt gerade erst die Augen gerieben und gesagt, ah, so, Kaffeemaschine an, 99 Damage Stream auf und Klospülung runter und damit sind alle morgendlichen Rituale auch durch. So, und wieder soll es kurz werden. Dieses Mal natürlich die Full-Eco, aber auch hier traut man sich bei FPX wieder das ein oder andere zu. Und nimmt sich da zumindest eben noch die Deagles mit rein. Das kann sich durchaus deutlich negativ auswirken in der nächsten Runde. Oh, Sunny, immerhin der eine, könnte man ja schon soweit sagen. Es ist noch nicht vorbei, aber ja, Farlik, warm, heiß. Schönes Ding nochmal von 10. Aber da kann man auch wieder mit einigem Damage, vor allem von den HEs, da vieles wettmachen. Und das hat hier in den ersten CT-Runden
gerade der Utility Damage wirklich sehr, sehr gut funktioniert für sie. Auch hier hat der Molotov gegen den Standard Kurzplant wieder dafür gesorgt, dass das Ganze abgebrochen worden ist. Und am Ende des Tages natürlich auch dafür gesorgt, dass die Bombe nicht gelegt worden ist. Ergo die Geldspritze, die man natürlich sehr, sehr gerne gehabt hätte jetzt hier bei FPX, die ist natürlich auch gone. Ja, und aus der 10-5 Halbzeitführung wird ganz schnell eine 10-8 Führung. Renegades mit den ersten Runden hier. So, jetzt allerdings auch wieder Farlik an der AWP. Auf Nuke war es eher seine CT-Seite, die ihm lag. Und auf das 2 ist es ein bisschen leichter von beiden Seiten zu performen an der AWP. Gerade auf der CT-Seite hat er uns jetzt aber hier auch schon sehr, sehr saftige Szenen geliefert. So, und das ist sehr, sehr kurzlastig. Also den Force-Buy über kurz, danach die Eco über kurz und jetzt steht man ja auch gerade schon wieder zu dritt in der Waffenrunde bereit. War dieses Mal natürlich nicht der komplette Confirm, sondern eben auch nochmal mit 10 in den Tunnels plus eben nochmal ein Spieler, der zumindest bis eben gerade noch lange im Blick hatte, immer wieder im Blick hat, das ist Stüko. Und da Inz mit einer bisschen offensiveren Position. So, 32 Sekunden. Nate kommt nochmal raus, um hier eventuell Close-Position in der Mitte abzudecken. Spricht alles für einen B-Split oder den Fake dafür. We will see. Nochmal die Smoke, den CT runter und so, 10. Glück, dass er hier nochmal den Refrag mitnimmt. Das hätte hier gerade ganz böse ins Auge gehen können. Ich weiß nicht, ob sie damit schon Verschiebewege abfangen wollten, über den CT dann eben auch draufgehen wollten. Beides möglich. Jetzt geht's auf jeden Fall nochmal drauf und die Zeit wird knapp und der Grußspieler muss fallen. Und jetzt schnell hinsetzen, Bombe legen. Wenn da eine HE fliegt oder so, dann ist vorbei. Aber es gibt keine HE mehr, deswegen der Plant hier an der Stelle safe. Und Maiden fängt Inz hier auf dem Laufweg ab. Heads jetzt im 1 gegen 2 und der Blick zurück ist da. Kriegt er hier nochmal den Spieler auf kurz raus. Ah, und jetzt hält man sich natürlich da zurück. Farlik und seine AWP, aber er verschießt und er kann sogar noch mal ein bisschen überleben, aber die Hits von Maiden, die vorher gemacht wurden, die nehmen ihn hier raus und jetzt wird defused und er zieht durch und das gelingt und das gelingt und jetzt auch noch Maiden down. Renegades sichern sich auch noch diese Runde. Eieieiei. Gucken wir uns das nochmal an. Das war schon sehr, sehr knapp, dass das Farlik da davon gekommen ist. Natürlich ärgerlich, dass Maiden ihm dann noch eine Kelle damit gibt. Aber nichtsdestotrotz, ne? Das ist eine bittere Runde, die man gerade verloren hat. Eine ganz bittere Runde. Und es sind nicht wenige Klatsches, die da drin liegen bei den Renegades gerade. Oder eben ein Spieler nochmal eine Runde aufreißen kann. So, und wieder eine gute AE. Also, weiß nicht, ob jemand von euch hier den Zettel rausgeholt hat und ein bisschen Buch geführt hat, aber also während die CT-Seite läuft, wir sind jetzt gerade erst in der 5. Runde der CT-Seite von den Renegades. Da war schon knackig viel Utility-Damage am Start. Inz, sauberer Shot nochmal gegen Sunny. Und schon wieder hat man hier auf kurz arge Schwierigkeiten. Und noch wartet Siko mit der AWP. Dem muss man erstmal übergehen. Dafür aber 10 mit einer wichtigen Position. Und ich glaube, man hat jetzt so ein bisschen gesehen, was der Move war, den sie eigentlich schon vorab spielen wollten. Dass sie über den CT einfach wirklich eine Rotationsabfangposition eben haben wollten. Siko sicher. Ja, und damit natürlich der Druck jetzt für den AWP-Spieler enorm groß, aber davon gibt es natürlich zwei, denn Alistair hat auch das lange Rohr in der Hand. Farlik an der 6er-Kiste, da erinnere ich mich an wichtige, schöne Get-Right-Szenen zurück, da lebst du immer gefährlich, wenn du wilde AWP-Spieler gegen dich hast und Siko ist so einer. Aber Stüko, der kriegt beide. Also dieses Mal ist es nicht so, dass diese knappe Situation auch wieder an die Renegades geht. Dieses Mal nimmt man das Ding endlich mit nach Hause und ihr seht das Geld der Renegades. Das hat sich angekündigt. Das waren die knappen Runden, in denen FPX stets viel Damage an der Economy von den Renegades gemacht hat, aber sich eben keine Runden mitnehmen konnte. Und sobald das eben reißt,
ist das Geld natürlich ganz schnell alle. Und dazu natürlich auch noch sehr ungleichmäßig verteiltes Geld. Malta hatte, glaube ich, 1,5 irgendwas in der Richtung. War natürlich noch mit ein bisschen mehr ausgestattet. Ihr seht ja auch, AUG Scout. Und Sunny mit 2. Direkt mit 2 an der MAC-10. Also dieser Push, der geht sich hier gerade gut aus. CT-Spieler ebenfalls schon gesehen. Nur eine Cross-Smoke, da fehlt was. Und selbst die liegt nicht 100%. Und damit kann Siko hier mit der Scout nochmal gegenarbeiten. Bin nicht ganz sicher, was gerade ihr Plan ist. Ob sie da einfach auf lang noch ein bisschen ausharren wollen und Styko kommt dann. Aber Styko scheint auch der Einzige zu sein, der noch eine Smoke hätte. Also der Cross ist gerade arg gefährdet an der Stelle für FPX. Aber Styko kann den freien B-Spot hier mitteilen. Jetzt ist die Frage, kann man sich von lang noch sicher zurückziehen? Oder ist eben das Ganze schon ausgeschlossen worden? Wir können sehen, der Weg zum B-Spot wäre komplett frei. Aber das ist natürlich nicht so ersichtlich für FPX. Im Moment ist sogar noch der Cross oben frei. Also selbst an den Doors würde man gerade nichts mitkriegen, dass sie hier rüber rotieren. Und die Renegades können nur davon ausgehen, dass der B-Spot eventuell weg ist. Sunny, der wartet hier schon ab, was in der Mitte kommt. Ja, und besserer Winkel für ihn. Und dann zieht er sogar noch rum. Kriegt den Spieler ins mit einem hervorragenden Timing, um da hinterher zu gehen. Kann er und seine CZ hier nochmal was bewegen für die Renegades? Siko, nächster Shot an der Scout und jetzt kann er seine CZ einsetzen. Immerhin für einen und kann auch nochmal entspannt reloaden. Also wieder zeitlich knappe Situation. Und was ist jetzt der Plan? Er muss langsam auf den Plant gehen. Die Frage ist, der Laufweg von Sunny, passt der? Oder kann Inz jetzt den Plant beenden und damit die Runde? Nein, dafür ist er nicht schnell genug da. Eieieiei, war das wieder Risiko. Da hätte wieder viel schief gehen können. Gute Timings wieder dabei für die Renegades, keine Frage. Aber Runde geht wieder so gut los. 5 gegen 3 Überzahlsituation. Wir erinnern uns da auf eine Runde. Boah, ich weiß gar nicht, welches genau jetzt war, zurück. Ebenfalls eine 5 gegen 3 Überzahlsituation, die dann nochmal im Endeffekt nur 1 gegen 1 gemündet ist und verloren wurde. Also ich habe gerade schon ähnliche Vibes gehabt. Wieder sehr spät eben dann zum Plant übergegangen. Und wenn der Spieler, der dann eben in den Tunnels steht, vielleicht noch ein bisschen weiter vorne steht und direkt das Messer in die Hand nimmt, wenn er den Plant hört und den Plant beendet bei 6 Sekunden und der Mate hinten gerade aus den Tunnels kommt, könnte sein, dass er sich einfach hinter die Kiste stellt und ein Ei ausbrütet. Und die Runde dadurch verloren wird. Und das wäre der Schlag ins Gesicht überhaupt gewesen. Jetzt hat man wieder den Vorteil, okay, es ist nichts angebrannt. Und wir müssen jetzt nur noch gegen die Eco ran. Man farmt die auch schnell ab, aber wie gesagt, da hätte viel schief gehen können. Ganz, ganz viel. Und man hätte sich wieder mal nicht für die Leistungen aus den vorigen Runden belohnt. Man hätte sich wieder nicht dafür belohnt, dafür, dass man eben den Economy Damage vorher gemacht hat. Ins mal ein bisschen aggressiver auf kurz und da hätte er durchaus auch einen Spieler kriegen können. Also gerade eben in dieser Molotow-Wurf-Situation hätte es da einen schönen Winkel für ihn geben können, aber hätte. Boah, Sunny, starkes Ding an der AOG. Oh Gott, und wenn die Renegades die Runde jetzt verlieren, wenn das Geld jetzt wieder so weit runter geht, das wäre nicht gut. Aber Maiden, der fängt auch in der Mitte alles ab. Jetzt pusht man nochmal die Tunnels durch. Und da muss man jetzt, oh, man geht nicht mal, man geht nochmal den langen Weg. Und das ist für mich schon der Safe-Weg. Also Hetz und Alistair gerade mit der Entscheidung, pushen wir schnell die Lower Tunnels hinterher und spielen wir gegen die Code-Spieler oder gehen wir den langen Rotationsweg. Und ich glaube, da hat man sich schon damit abgefunden, dass die Runde wahrscheinlich vorbei sein wird. Schafft es aber der Spot-Spieler, die Runde nochmal zu eröffnen, hast du einfach nur einen verdammt langen Laufweg und viel Zeit verloren. Und jetzt heißt es, die beiden Waffen irgendwie mit in die nächste Runde bringen. Ich sehe immer wieder WoW im Chat. Auch wenn das gerade, glaube ich, nichts mit mir zu tun hat, muss ich auf jeden Fall hier natürlich auch mal ein bisschen intervenieren. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt mittlerweile mein Abo wieder auslaufen lassen. Aber an sich bin ich jederzeit wieder offen. Aber es ist irgendwie immer so der Standardzyklus bei mir. Neues Add-on und dann die ersten Monate No-Lifen. Ja. Diesmal gar nicht so krass, sogar fast wenig für meine Verhältnisse. Sehr, sehr wenig sogar. Und dann irgendwann ist es auch schon wieder gut. Dann bist du schon wieder bei einem Valorant, bei einem Counter-Strike und sagst dir, ach komm, jetzt erstmal wieder ein paar Monatchen Pause. Aber immer wieder ein schöner
Quell der Freud zurückzukommen. Alle 2 Jahre wieder. Und tja, wenn dir auch noch jede Waffe zum Saven genommen wird und du jetzt noch eine Eco spielen musst und es dann zum 15:9 geht und wie gesagt, FBX hatte davor auch schon Runden, die sie aus dem eigentlichen Spielverlauf und aus der eigentlichen Situation heraus, wie sie die Runden eben aufgebaut haben, gewinnen hätten müssen. Es waren dann Einzelentscheidungen, unglückliche Timings, die viele Runden auch nochmal haben kippen lassen. Wie gesagt, 5-3 Situation verloren. Zweimal in einer 2-1 Überzahl-Situation nochmal verloren. Das sind halt eben dann sehr individuelle Situationen, wo man eigentlich schon Runden, in denen man sich in eine vorteilhafte Situation gespielt hat, eben noch verliert. Und wenn man eben das alles mit einbezieht, klar, macht sich auch bemerkbar durch die Ecos jetzt, aber sonst hätte man diese Runden natürlich auch schon gehabt, halte ich es zum aktuellen Zeitpunkt für eher schwer vorstellbar, dass die Renegades jetzt nochmal ein starkes Comeback starten. Da ist Sunny, ja. Also da wird kurz drüber gefahren, da machen wir gar nicht erst das Fass auf. 15:9 steht. Du bist auch der, der auch oft mal bei Hitschinski ist, oder? Also ich habe mit Hitschinski Ewigkeiten nicht gecastet gehabt und jetzt für die IEM hatten wir tatsächlich mal wieder eine ganze Woche das Vergnügen gehabt. Oder ich glaube sogar, das waren 4, 5 Streams oder so. Also ja, dementsprechend, wenn du uns da gesehen hast, auf jeden Fall. Aber wenn ihr mal andere Kombinationen sehen wollt, also heute bin ich natürlich mal wieder alleine am Start, was auch manchmal seinen Reiz hat, ne? Man muss natürlich deutlich mehr reden, aber man muss sich eben auch... Man kann sich eben komplett auf das konzentrieren, was man an der Stelle eben sagen will und hat nicht noch den zweiten Mann mit im Kopf. Aber worauf ich mich auch sehr freue, und da könnt ihr euch dann eben auch freuen, ebenfalls ESL, dieses Mal aber dann Deutsche Liga, ESL-Meisterschaft. Da bin ich mit Venom mal wieder am Start. Also auch die Kombination Venom und Deathray, die ist gefühlt eine Ewigkeit her. Ich glaube, das letzte Mal beim... Boah, was war es denn? War es das IEM Major sogar? 2019? 2020? 2019, glaube ich sogar. Februar 2019. Irgendwie so, das war das letzte Mal, dass ich mit Venom gecastet hatte. Also ich freue mich drauf. Schöne Kombinationen werden da kommen. Allein schon dadurch, dass wir deutlich mehr generell in Kombination jetzt am Start sind. So, jetzt aber zurück zu dieser letzten Runde hier. Oder vermeintlich letzten Runde. Möglichen letzten Runde. Wenn die Renegades sich nochmal dagegen halten. Wenn Knochenregel Nummer 7 nicht nochmal hineingrätscht. So, ein bisschen der Fake auf kurz und sie haben gerade beim Anfang der zweiten Halbzeit immer wieder kurz angespielt, super häufig kurz angespielt. Jetzt wollte man das Ganze scheinbar ein bisschen faken und jetzt soll es über die Mitte vorgehen. Head direkt gefallen und das ist viel Tempo, die FBX gerade Richtung Side anlegt. Alistair, oh, der wäre nochmal drin gewesen gegen Sunny, aber jetzt zieht Farlek von unten rum. 4-2, die Überzahl. Tja, und dann ist es vorbei. Farlek zerstückelt sie hier nochmal in den letzten Sekunden. Und damit ist es entschieden. 2:0 setzt man sich durch. 2:0 gewinnt man gegen die Renegades. Und schafft natürlich auch entsprechend das Ergebnis, was wir alle so ein bisschen haben kommen sehen.